Unterschied, dass ihr alle nicht mehr ans Christkindl glaubt, oder? Und dann, du Brigitte, gell, also Brigitte, wenn du was sagst, gell, dann sag fein nix, was wir nachher noch im Programm sagen. Nicht, dass das dann bei uns nicht mehr ankommt. Weil, weißt du, Brigitte, nix für ungut, aber die wirklich guten Pointen im Kabarett sind immer noch Männersache. Und ein Erzengel Michael mit flammendem Schwert. Den macht er immer bei mir, gell? Ist so wie ein Kite-Bier oder was? Das weiß ich nicht. September meinen das? Der Mann hat sich in ein Trachtenparadies. Junge, halbwegs intelligente Menschen rennen nur noch mit Lederhosen und Dirndl. Ich denke mir, warum? Ja, gut, man ist dabei. Verstehst du? Natürlich! 109 Euro beim Adler, da kriegst du keine Zimmer dazu und noch irgendwelche Mierstrümpfe, wo da deine Zahnstocher reinsteht, der kommt. Und dann? Dann werden dreimal Slimbrei drüber nach auf den Tisch und riesig! Hey, ist nicht schön, dass du wieder mal zum Klassentreffen gekommen bist. Wie lange warst du jetzt schon nicht mehr da? Mei, seit dem letzten Klassentreffen vor 10 Jahren. 10 Jahre, das ist ja schon länger. Nein, wie die Zeit. Dann ein bisschen Pause Europa warten, verstehst du? Ist aber das Einzige, was wir in den nächsten 15 Monaten nicht reinmessen, ist der Bundespräsident. Den haben wir oft nur gewechselt. Und außerdem weiß man ja im Pfaffenhofen, der klügsten Stadt der Welt, dass man die Ehe gut guckt, der Käser, da machen wir Aktion, da machen wir Aktion. Da machen wir Hausbesetzung. Das ist der Käse, verstehst du? Aber im Moden. Ja? Weil mit dem hast du immer ein bisschen was zu machen. Ihr macht halt so sein, Zeug, was ihr halt so als Landrat. Gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, zwischendurch mischt halt einmal zwischendurch das Landratsamt durcheinander. Gell, wenn ihr mal widerspricht, zum Beispiel der Chef der Bauverwaltung, ist er dann gleich am nächsten Tag weg im Ausländeramt. Mal passt ja gut zusammen, Bauverwaltung, Ausländeramt. Hat er dort so gehabt, vielleicht brauchen wir ein neues Logo, hat der Nehmerzahler Stadtrat damals gesagt, was brauchen wir ein Logo, wir haben ein Stadtwappen. Gut, das war damals so die Zeit. Geht was, geht nix, gehen wir nix, so was die große Zeit der Unschlüssigkeit. Na, aber apropos Stadtwappen, wir haben jetzt wieder ein neues Stadtwappen. Du, ich hab das am Anfang gar nicht gesehen. Ich hab gar nicht gesehen, dass das ein neues Stadtwappen, weil steht ja gar nicht mehr drauf, Stadt Pfaffenhofen. Weil steht bloß drauf, wo alles in der drin steht und wo er eigentlich wirklich herkommt. Landesgartenschau. Blitz, kleine Blitz. Und er will mich noch junge Hammern Hax an einen unbewachsenen Pass. Was ich wollte mit Gemeinde mit? Weg! Verkehrswegesicherungsgesetz. Ja! Seinerzeit. Ödön von Horvath ist in Paris von einem Ast erschlagen worden. Das ganze Kulturgut, das uns da entgangen ist. Ja, meinst du, ist das versicherbar? Nein, das geht nicht. Mei,
Also so gesehen, die Bahn müssen weg. Na so schon. Ich schack's es dahin. Ja, schon. Und dann schack's wieder. Und ist schon wieder dahin. Ich schau doch nicht mehr hin. Und jetzt sind wir hier. Aber ich sehe nicht. Haben Sie schon gehört? Kulturförderpreis auf jeden Fall nicht. Nein, es soll eine ganz große Veranstaltungsreihe heuer im Sommer stattfinden. Eine Veranstaltungsreihe? Wenn es meiner warum nicht? Und was? Mit all dem, was er geschrieben hat. Was er geschrieben hat? Die Bewerbung für den Nachhaltigkeit. Da muss ich ja so wieder zeigt. Und vorhin steht da ein Heiler. Ja, jetzt passt es wieder. Geht es nicht, aber wenn nicht passt, dann jetzt passt es wieder. Also deswegen warst du so lange nicht mehr da. Nein, nein, ich bin am Mittwoch rappen, am Donnerstag Skat spielen und am Freitag machen wir Bauchtanz. Bitte raus aus dem Büro, geht bitte gleich ein paar Grafen, zappen wir in den Arme gelaufen. Wie man im Erdling. Na, auf einige Gänge sag ich noch Flug, ich sag, ich kenne ja noch was zu tun. Na ja, da war er ja auch schon so. Das Glück schläft tief in dir. Wann wacht es auf und sagt ganz leise, ich steh vor deiner Scheiß. Der liest wahrscheinlich bloß, ne? Das Gedicht da, der Käse und der Kas. Kennst du das vom Lutz? Ich hab mir gedacht, der Käse, der spielt eine Putte mit einem nackten Arsch. Spielt die nicht der Pegamax? Ich bin ja bei dir, Putte. Mit einem, ja, freilich wahrscheinlich einer links, einer rechts, gell? Schauen Sie sich so an. Bleibt denn der Käse? Der wollte pünktlich zum Probe da sein. Der ist noch nicht da. Wir hören jetzt auf, eben singen, für eines wirklich nur. Die dein Hauser und die Stachelbären, die gehen mir zusammen.